Der Standardeinsatzfall ist, dass das Fahrzeug auf seinen vier Rädern steht. In diesem Fall nutzt ein Atemschutztrupp das Akkulöschsystem und ein Gerät zum Anheben des Fahrzeuges. Ziel ist, die Löscheinheit unter dem Akku zu positionieren. Aufgrund der unterschiedlichen Bodenfreiheiten der Fahrzeuge ist es unabdingbar, das Fahrzeug anzuheben. Dies kann mit jedem bei der Feuerwehr vorhandenen und geeigneten Gerät umgesetzt werden. Sollte das Fahrzeug eine höhere Bodenfreiheit als 20 cm haben, kann zum Beispiel mit Pölzmaterial die Höhe einfach ausgeglichen werden. Sollte der Brandverlauf des Fahrzeugbrandes bereits so stark sein, dass die Reifen mit Leidenschaft gezogen wurden, wird ein Erhöhen des Systems kaum mehr notwendig sein. Ein Eindringen über die Unterseite des Fahrzeuges ist natürlich nicht immer möglich. Für diesen Fall ist ein Eindringen über den Fahrgastraum die alternative Variante. Der Fußraum der Beifahrerseite eignet sich hier am besten. Über eine stufenlos verstellbare Stütze wird die Löscheinheit an der Karosserie abgestützt und dann von der Oberseite in den Akku eingedrungen. Sollte das Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kommen und ein Eindringen vom Innenraum nur schwer möglich sein, ist die Nutzung eines Abstützsystems möglich. Damit kann die Löscheinheit am Akku positioniert und ebenfalls über die Unterseite des Akkus eingedrungen werden. Nach Verkehrsunfällen kann das Fahrzeug durch einen Überschlag auch auf dem Dach zum Liegen kommen. In diesem Fall ist auch das Eindringen über den Innenraum die beste Lösung, indem die Löscheinheit mittels einer stufenlos verstellbaren Stütze positioniert wird. Während beim Großteil der reinen Elektrofahrzeuge der Akku im Unterboden der Karosserie verbaut ist, werden Akkus von Hybridfahrzeugen zumeist im Kofferraum oder unter der Rücksitzbank verbaut. Auch in diesen Fällen wird die Löscheinheit über dem Akku positioniert und mittels verstellbarer Stütze an der Karosserie abgestützt. Die Löscheinheit des Rosenbauer Akkulöschsystems kann auch für das gesicherte Abstellen in Quarantäne weiter im Akku verbleiben. Es reicht, wenn die Einheit mit einem Spanngurt zusätzlich gesichert wird. Damit ist sichergestellt, dass im Falle eines erneuten Brandausbruches im Akku rasch erneut Wasser in das Akkugehäuse gepumpt werden kann.